Hallo und herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf der Hofbergbahn im LS19 mit dem Australien TV. Hallöchen. So, und jetzt mal die Fuhre Kompost wegfahren. Ja, wir waren ja in der letzten Folge hier stehen. Warte, ja. Genau. No. Hast du schon richtig gesagt, stehen? Du stehst immer nur, Gefühl. Hallo? Also. Was nicht über die Waage, Leute. Kein Problem. Digga, das läuft heute wieder unnormal nicht gut. Müssen wir mal schnell ändern. Krieg ich hier ein Abladesymbol? Ja, kriege ich sogar, Leute. Das ist das heute perfekt. Sag ich doch. Geld geht in die Luft. Hoch hinaus, sage ich. Aua, 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 aua. Ja, gut. Hat gepasst. Ja, vielleicht auch noch nicht für deine Plantage, oder? Nee, ich meine wegen dem Dach, du musst dir ja sonst, ja. Mal gucken, das Dach wurde zu nah, sagen wir es mal so. Das Dach hat Nähe gesucht. Weizige Nähe. So, jetzt fahren wir mal auf dem Hof zurück. Zurück, weißt du? Zurück. Und dann gucken wir mal nach, was wir da so anstellen können. Wir haben zwar noch knappe 10.000 Liter Kompost. Ossi braucht so einen Anhänger. Der kleine ist, könnte ich freigeben. Ne, brauche ich nicht. Also aktuell nicht. Ne. Ja, sonst auf jeden Fall steht er im Hof. Ja. Falls aus dem Hof. Von wo denn, bitte schön? Vom Händler. Achso, ja, ich auch. Das ist ein Leibwagen. Oh. Hallo? Das ist ein Profifahrer. Oh, sieh. Ja. Ich falle. Ein bisschen schieben. Ja, probier's. Los. Mach schon. Ich merke was. Ich merke, es kommt mehr. Ja. Es war ein verdammter Lag. Ja. Was machst du gerade mit dem Bus? Im Transit? Ja, nee. Was bist du abholen gegangen? Ich bin zwei Hefe-Dinger gegangen, also das da heißt. Und Backhefe, meinst du? Ja, und ich war zur Metzgerei Fleisch abholen, aber da war nichts mehr. Okay. Oh, nee, mein Lenker ist nicht integriert, geil, oh. Hast du das probiert, mal die Kühe auf die Weide rauszustellen? Also, nö, weil wir... Weißt du, wie lange es noch dauert mit... Futter? Ich rede mal nicht drüber, nee. Sehr gut. Wir lassen das einfach jetzt mal. Ich meine Auto, wo ich zerstöre. Ey, hatte ich nicht zwei gekauft? Was? Hab irgendwie... hab einfach verloren. Ja, mein Gott, kann man verlieren. Verluste kommen immer. Hast du jetzt mal die in den Dorfraden... Raden, weißt du, Raden? Dorfraden? Laden. Ja, was hast du hier eingestellt? Ja, es gibt... Hast du doch gesagt, auf die Palette drüben. Ja, nee, das obere Teil da. Ja, passt doch, ist mit U festgeklebt. Kann man rufen. Ah, nächste Frage, Digga, da ist viel Brot da drin. Ja. Wo ist schon fertig? Also schon. Kannst du hier nur reinkippen. Oh, aua. Brot rein. Wasser, Roggenmehl, Hefe.
Nee, es ist nichts passiert, oder? Hey, ja, ich glaube nicht. Ich nicht. Mann, bitte. Ozzy, ist was passiert? Brauchst du sie mal anziehen? Nee, nee, guck doch da. Komm zu mir. Da. Was denn? Ja? Nu, ist es weg. Nee, nu ist es immer noch da. Da, guck doch. Boden gebackt. Ja, jetzt. Ja. Spielt keine Rolle. Genau. So, Vorspielen oder was? Ja, kannst du gerne machen. Aber wir müssen gucken, aufpassen auf den TV, nicht, dass wir uns verwecken. Wir müssen mal wieder ein neues Futter anmischen. Eier. Das heißt, dies kann ich auch in den Dorfladen bringen. Oder nicht? Was? Eier? Ja. Nee, ich meine das Brot, oder? Also, ja, schnell schon, ja. Und dann kann ich angespulen. Oh. Mhm. Hast du angefangen? Ja, gut. Ja. Warte. Ok. Gut. Scheiße. Warte mal kurz. Schon wieder was vergessen. Ich vergesse jedes Mal da drauf. Wartet kurz. Hier, geh schlafen, hopp. Komm her. Hallo. Hallo. Ja, komm. Ich komm. Och, Mann. Du bist da. Du bist. Oh, wenn. Hä? Viel Spaß beim Vorlesen. Okay. Ich mache nicht. Ist gut. Hab gedrückt. Ah, nein, was hier? Der erste Wintertag, Digga. Was soll denn das Scheiß da? Hä? Nichts verkauft. Warte, lass mal die Zeit bis um 12 Uhr vorschieben. Was geht denn hier vor? Für ein Big Pack drauf bestellen? Ja, das ist ein Getreide-Big Pack für die Tiere. Hä? Ach, da sind schon. Hast du die eine Eierbox umgedreht? Nee, ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich weiß gar nicht. Okay, lass mal. Ich hab den schon gefüllt. Gut. Trotzdem um 12, weißt du? 12. Ich hab's Mittag, genau. Dann fahr ich nach Hause und esse dann. Wir haben keine. Wir haben doch halt nichts gebracht. Ja, warte. Das sollte doch um 12 Uhr sein. Digga. Was ist immer nachts? Digga. Was denn? Du musst Brennstoff reindrücken. Ja, da ist noch. Sind noch Säcke drin. Ja, da. Warum muss das immer der Chef machen? Da passiert gar nichts. Digga, was ist hier los? Naja. Profi am Werden. Ja. Ja, da geht auch etwas nicht auf hier. Ja. Hä? Ja. Weiß es nicht. Was ist hier los, Digga? Der ganze Hofladen ist ein Trigger, also von daher. So, F5 drückst, oder? Nee. Was? Nee. Geh doch mal weg da. Eigentlich. Ne, warte mal. Hier ist ein Trigger. Nee! Intelligent gelöst, sag ich ja. Hier ist ein Trigger. Ist denn hier los, Alter? Nicht da. Hier. Ist ein. Wie ist denn da? Hä?
Ganz eine komische Sache. Hier, frische Eier vom Lande. Ah, oh, genau, no, jetzt hast du da Eier. Ah, hallo. Ja, lassen wir mal so. So, auf jeden Fall setze ich mich nochmal in den Intercooler und gehe noch das letzte. So, ich fange, wenn du willst, das. Jo, können wir. Ich glaube, das ist nicht gerade so ideal mit dem. Aber nein, ich sag nichts. Weil da kannst du zwar die Kühe oder sowas mal füttern. Dann machst du was anderes, ich was anderes und passt das ja relativ. Jo. Bring die den kurz vorbei. Ah. Bist du sicher, dass es eine gute Idee ist, auf 120 laufen lassen? Jo. Okay. Weil ich glaube, die Reifeisen hat nicht dauerhaft geöffnet, glaube ich. Oh, jetzt auch wieder Nacht. Ja, jetzt muss ich auch einen Tag vorspulen. Ja, dann mach das. Geh auf 120 hoch und mach das. Wo ist denn? Mann, was ist denn jetzt hier los, Alter? Ich finde den Kramer nicht. Hier. Der will mich jetzt wieder aufregen, warte. So, Schniebitz ich mir mal. Schlafen. Jetzt bin ich im Kramer gewesen. Du bist immer noch die Frage. Ja, und? Hey, Digga, das sieht gar nicht gut aus mit dem Hofladen. Ja, aber jetzt war ja nochmal ein Tag vorgespult. Also aua, ich bin irgendwo festgepackt, also. Ah. Der Hofladen ist ja noch zu. Hört mal, das Brot ist weg. Ernsthaft? Hä? Hey. Ah, da backt eine Flügelbox noch und geht noch. Nee, das sieht man nicht. Nee, Box ist noch da. Wo öffnet denn den Kacksladen? Auf 9 oder 10 oder so. Guck mal, hier drin, irgendwo, steht doch geflügelt da. Okay. Oh, nee, was hast du schon wieder gemacht? Na, das war ein. Lass das mal auf 120 stehen kurz rum. Ja, das für mich im Bunker, ne? Jetzt. Also offen. Ja. Weiß ich trotzdem nicht. Herr Digga, was ist hier los nur? Weiß ich auch, wir haben jetzt über 2 Tage so dann gespult. Nee, auf keinen Fall können wir nochmal so einen Tag einfach vorspulen. Das bringt nichts. Digga, die Tiere sind schon gestorben. 100%. Oh, verdammt. Die ganzen Tiere. Digga. Knapp, ja. Nein, ist doch kein Tier gestorben. Aber es ist halt ein bisschen beeilen. Milchrationen. Ja, 30 Liter, Stroh 40, Wasser 0. Kannst du mir vielleicht helfen dabei? Ich muss verladen. Digga, da muss viel Sachen gemacht werden. Ich muss verladen. Oh. Das tut mir jetzt leid, aber ich muss verladen. Ja, mit der ganzen Schaufel hat er mal ein leichtes Überhängen. Nur leichtes. Ja. Ja. Aber schaffst du. Oh, das hat ja nicht frischen Bock, Alter. Ich will jetzt gar nicht wieder schön mit Vorwärtsquatschstellung mit uns vorne, Alter. Oh. Ihr macht das ja die ganze Zeit immer noch aus, Alter. So, jetzt denke ich mir. Oh. Digga, man merkt, dass es Winter ist. Einfach immer noch Abend, einfach immer noch Nacht, Alter, wer denn diesen Kiffer so dumm hingestellt, dass man nicht in die Klinik wenden kann, ne? Ich nicht. Hm. Warum kriege ich hier keinen... Und du musst aufpassen, weil es kann sein, dass manche Traktoren schlecht oder gar nicht anspringen, so wie zum Beispiel der Drescher. Nö, das könnte ich mir noch verstehen. So, schnell... Digga, ich brauch die Schaufel. Also, meine Sonnenschaufel. Oh, okay, cool. Ich glaube nicht. Aber nee, behalt sie mal kurz. Ich kann ja das auch mit dem kleinen Anhänger machen. Oh. Leck. So.
jetzt muss ich gucken, weil die Mischration muss ja gut stimmen, sonst geht's ja nicht. Alter, wenn Feder aus dem Ritter, der fährt ganz schön zum Kämpfen, Alter. Ja, das sag ich ja. Das ist ja voll die Schaufel. Ja, aber du bringst auch 4-2 rüber. Ja, ja, aber nee, dann. So geht's, die werden weniger noch. Oh, wir haben ja schon 1100 Kilo gewichtet. Gut. Das ist bei. Oh, Mann, jetzt Heu reinschmeißen. Ja, ich weiß, theoretisch liegt hier am Boden noch was. Oh, ich muss 2 Strohballen mitnehmen. Oh, Mann. Digga. Nein, 3. Wie kann ich. Ach, nee, ich mach das ganz gescheit, Leute. Jo, Mist 45.000, Alter. Jo, Digga. Es wird langsam Zeit für die Gemüsebeanbau. Wir müssen nachher kurz forschen, wie das. Forschen, wie das geht mit dem Dorfladen irgendwie. Ja, dann schauen wir in die. Nur 1700 hat die Balle? Warum? Warte mal. Warum hat denn die wieder nur 1700, Digga? So, jetzt nur noch ein bisschen Stroh rein und dann gut ist. Weiß halt wirklich nicht, warum es keine Milch gibt. Das macht nämlich gar keinen Sinn. Nee, es macht eigentlich gar keinen Sinn, Digga. Die Hochberg macht keinen Sinn. Lade. Aber dann werden wir jetzt mal auch wieder danach gucken, dann ausgehen oder so, was noch davor gesorgt. Das, ja. Also, das ist vielleicht einfach mal Kühe raus aus dem Stall machen und nochmal reinmachen oder so. Dann ja, das können wir wirklich das schon. Aber die Kühe sind ja noch von dem alten. Ja, da wohnen sie nicht am Server, aber. Jo. Das war das klar. Mit. Du hast sicher nicht Dings mit auf die Dinge reingeschoben, oder? Nee, muss ich ja gar nicht fragen. Andere Frage, blöde Frage. Ja, dann machen wir das halt ohne Autoload, Leute. Geht auch. Okay, ich habe Autoload doch angehabt. Gut. Nicht schlimm. Der hat auch Autoload auf der Gabel genommen. Es war ein Leck, Leute. Es war ein Leck. Ach man. Digga. Ah. Ding ist leer. Ah, kein Kompost mehr. Schaufel ganz schön, ja. Z-Ballen entladen. So, haben wir es verkaufen, Juppin, oder? Jo. Nein, 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 nein. Was hat denn das für ein Problem, Digga? Wie mache ich denn die Arbeitseinstellung aus hier? Mit Z entladen auf jeden Fall und dann. Hä? Digga, ich frag mich schon wieder. Nein, 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 nein! Och. Digga. Gut. Ah, Digga, ich bin einfach Profi. Ich bin Profi. Darf ich die Frage die Aussage beantworten? Ja, darfst du. Ja? Oh. Dann stimmt aber nicht mit Profi. Was muss da noch rein? Ja, ist gut. Jetzt können wir hier kurz ranfahren.
Dann sollte das auf jeden Fall mit B sollte der Transport. Muss mich mega beeilen, Digga. Wer stellt denn auch bitte einen Anhänger mit einen Viehanhänger mitten in den Weg? Ach, warte mal. Oh Mann, wie rum, warum, warum? Einmal mit Profis, einmal mit Profis. Das war nur zu viel, also. Doch, 3 Jahre noch, ja. 3 Jahre noch Lernschutz, ne, ich glaube. Kann drin bleiben, Digga. So. 6-3-Jahre. Ich weiß schon, warum ich vorbei mir gegangen bin, Alter. Scheiße, die Folge ist durch. Okay, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst... Ich fasse es hier nicht, ich fasse es hier nicht. Es kann nicht einmal aufgeräumt werden. Es kann es nicht. Warte. So, jetzt hier. Bleib auch hier. Ist der Franz, auch mit dem kannst du mich noch gut ein bisschen unterhalten. Mit dem hast du dich noch so gut verstanden. So, liebe Leute, wenn es euch, euch gefallen hat, lasst gern ein Like da, lasst gern ein Kommi da und lasst gern ein Abo da und guckt doch unten in der Videobeschreibung verlinkt der Ostrhein TV und geht da mal schauen darauf, kommen täglich neue Videos raus. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Ciao.